Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Joshua macht Designs. Und heute möchten wir das Thema Bauchbinden tackeln. Bauchbinden sind diese hübschen kleinen Einblendungen unten links oder unten rechts oder unten oder oben oder je nachdem, wo ihr es haben wollt. Ich bin ein kleiner Traditionalist, darum werden wir heute eine Bauchbinde unten links machen. Die Abmessungen habe ich hier schon mit den Hilfslinien gemacht und dann zuerst ziehe ich hier ein Rechteck. Gebe dem eine Füllfarbe mit dem Grau, das ich benutze. Also mit dem Schwarz, das ich benutze, das ist 0E0E0E. So. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Als Bauchbinde 2. Ich habe das schon mal vorher getestet. Wichtig ist zu beachten, dass wir die Textebenen als Textebenen lassen. So, jetzt in After Effects nehmen wir unsere PSD-Datei und ziehen sie hier rein. Ebenenstile, Komposition und Ebenengröße beibehalten. Editierbare Alien-Stile. Klicken auf OK. Komposition. Bei mir sind es jetzt 10 Sekunden eingestellt. Alles wurde importiert in der richtigen Größe. Für euch Komposition, oben Einstellung oder Steuerung K. Da könnt ihr hier alles nochmal ändern von den FPS, von der Größe und so weiter und so fort. Gut, dann gehen wir jetzt hier mit Doppelklick drauf. Gruppen werden hier als Unterkomposition angezeigt. Diese Gruppe brauchen wir nicht. Genauso wenig die Hintergrundebene. Dann haben wir hier jetzt eigentlich alle relevanten Ebenen hier. Ich ordne das nur schnell. Packe. Ganz wichtig jetzt ist die Textebenen hier auf mit Rechtsklick drauf zu gehen, erstellen und in editierbaren Text umwandeln. Und das machen wir mit jeder Textebene. Den Rechteck hier. Dann gehen wir drauf mit Rechtsklick, Maske, neue Maske erstellen. Weil wir mit Formebenen gearbeitet haben, haben wir jetzt das hier. Die Maske füllt quasi die Ebene mit der Farbe, die wir in Photoshop ausgewählt haben. Und alles innerhalb von diesen Dingen wird jetzt quasi die... Das ist eine Vektorebene halt. Das wollen wir aber nicht, darum müssen wir hier rauf gehen. Das ist ein extra Kniff, der dem geschuldet ist, dass ich mit Vektorebenen gearbeitet habe in Photoshop. Und darum stellen wir hier auf Überschneiden. Anders in einer anderen Situation, wenn ihr mit einer gerasterten Ebene arbeitet, wird das nicht der Fall sein. Ich hier jetzt, indem ihr oben... Also indem ihr die Maske auswählt und dann oben Doppelklick auf diesen Würfel macht, könnt ihr die Maske frei transformieren und quasi bestimmen, wo sie liegen soll. Ich möchte quasi, ich zoome mal kurz hier in der Zeitleiste raus. Dass das ganze Spaß eine Sekunde dauert, also eine halbe Sekunde. Ungefähr so. Und ich sage, bei einer halben Sekunde, ich gehe hier auf Maske, Maskenpfad, soll das sichtbar sein. Also ungefähr so. Beziehungsweise, ich ziehe das mal direkt auf die richtige Größe. Je genauer man arbeitet, umso besser ist das Resultat am Ende. Gut. Und ich möchte, dass das vorher verschwindet, darum ziehe ich jetzt die Zeitleiste zurück. Stellt sicher, dass hier Keyframing aktiviert ist. Und ich verschiebe jetzt unsere Maske nach unten. Ihr seht, dass der Würfel verschwindet. Er hat hier automatisch einen Punkt gemacht. Und wenn wir jetzt die Animation abspielen, können wir sehen, dass er die Animation abspielt.
So, das Ganze. Ich nehme jetzt. Ich könnte jetzt den ganzen Spaß hier nochmal machen und dann quasi bestimmen. Und dann hier Punkte nochmal manuell setzen, aber ich habe jetzt den Punkt hier einfach markiert. Drücke STRG C. Tue den Cruiser dorthin fahren, wo ich möchte. Drücke STRG V. Jetzt mache ich das mit den anderen auch. STRG C. Gehe hier ganz nach hinten und STRG V. Und stelle so quasi sicher, dass die Animation auch endet. Ja, aber jetzt ist doch noch relativ langweilig. Es slidet einfach rein. Wir wollen ein bisschen mehr Pep in diese Animation bringen. Darum wählen wir jetzt hier die Punkte aus und gehen hier oben auf Diagramm-Editor. Und dort werden wir jetzt das hier mit den Tools hier unten in Kurven umwandeln. Und schauen, wie wir hier die Kurve am besten hinbiegen. Diese Schritte würden wir jetzt auch mit den anderen Blöcken hier machen. Also, hier haben wir dem hier, mit dem Block, dann für die einzelnen Textebenen. Aber das brauchen wir jetzt nicht alles durchgehen. Ich spule jetzt einfach mal vor und wir sehen uns dann gleich wieder. So, alle Animationen stehen und wir können nun weiterschreiten. Wir speichern das Ganze ab. Und zwar, weil ich schon mal eine Testdatei hatte, machen wir das Ganze unter Bauchbinde 2 und drücken auf Speichern. Jetzt hier in einem Videobearbeitungsprogramm. Am besten funktioniert Premiere Pro dafür, weil es eine After Effects Datei ist von Adobe. Ziehen wir jetzt einfach das hier in den Projektordner rein. Unsere Bauchbinde als After Effects Datei. Klicken hier auf Bauchbinde. Bauchbinde 2. Auf OK. Nochmal als importiert. Und wir können es jetzt hier einfügen. Und hier sieht schon Zeile 1, Zeile 2. Und den Text ändern wir hier in Premiere Pro, indem wir auf Bearbeitung gehen. Auf Effekte klicken, hier unsere After Effects Datei an. Und hier unter Effekte haben wir jetzt hier noch den anderen Reiter, den Master Reiter, wo wir den Titel bearbeiten können. Hier sagen wir, mit Hilfe von Illustrator saubere Ergebnisse erzielen. Das ist der Grund, warum ich zwei Zeilen gemacht habe, nämlich damit wir den Zeilenumbruch besser kontrollieren können. Und wir schauen uns jetzt mal die Animation an. Sauber. Und natürlich könnt ihr diese Art von Dingern, also den, vor allem die im Nachhinein bearbeitbaren Texte, könnt ihr auch für andere Sachen benutzen, zum Beispiel Transitions etc. Und ich hoffe, das war jetzt hilfreich für euch. Ich hoffe, ihr werdet mit eigenen coolen Ideen kommen. Vielleicht anderes Wissen, das ihr habt mit den After Effects und andere Animationen verwenden, andere Farben. Vielleicht auch gar keine Schrift. Oder Schriften, weil fuck. Und ich hoffe, es war euch eine Hilfe. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, gebt ein Abo, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Joshua macht Designs. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.